Das war bestimmt total teuer. Oh mein Gott, ich werde nicht mehr. Bist du verrückt? Oh Gott, das ist so, ich heule gleich. Das ist ja gleich. Also. Hallo ihr Lieben. Es geht weiter mit den Zuschauerpaketen. Da habe ich ja schon einen Teil von hochgeladen. Ich habe jetzt hier weitere 3 Pakete und einen Umschlag. Und ja, ich versuche das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Also ich hatte im letzten Video schon 4 Pakete ausgepackt. Ich hatte so viele Pakete. Eigentlich packe ich die am liebsten in Livestreams aus, aber das waren jetzt so viele, weil ich einfach im Moment nicht zum Livestream komme, weil ich da verschiedene Sachen noch neu einstellen muss und das ist nicht wenig. Und ich habe keine Ahnung, ich muss mich erst einlesen. Deswegen dauert das alles ein bisschen und ein bisschen länger leider auch schon. Ich habe immer irgendwelche Nicht-Ausreden, Entschuldigungen. Aber es kommt immer was dazwischen. Ist auch egal. Ich habe jetzt jedenfalls hier Zuschauerpakete. Die habe ich zum Teil zum Geburtstag nachträglich bekommen. Ihr müsst mir nicht mehr gratulieren. Das ist schon ewig her. Und ein paar kamen davor auch schon. Und einfach auch so total unangemeldet teilweise. Ja, ich wollte euch auf jeden Fall jetzt zeigen, was da alles drin ist. Weil die Leute sich natürlich auch die Mühe machen, mir das zu schicken. Ganz lieben Dank an der Stelle auf jeden Fall. Und ich betone dabei natürlich auch immer sehr gerne, dass ihr mir natürlich nichts schicken müsst. Dass ich dankbar bin für die Zeit und die Worte und die Mühe, die ihr hier bei mir lasst. Die Liebe. Und alles Mögliche, dass ich das alles sehe, es sei denn, ihr macht euch gar nicht bemerkbar dann nicht. Aber ja, es ist, ich bin für alles sehr, sehr, sehr dankbar. Ihr müsst mir natürlich nichts schicken. Ich sage auch immer dazu, bitte kauft euch lieber selber was, schickt mir ein Foto. Ich freue mich da genauso. Trotzdem gibt es natürlich Leute und ich wäre auch einer davon. Ich möchte manchmal Leuten auch einfach was schicken, um denen eine Freude zu machen. Und so ist das jetzt hier auch. Dafür ist die Anschrift da, die ist immer in den Videos, in der Videobeschreibung verlinkt. Aber trotzdem, lieber euch was kaufen statt mir. Ich habe sowieso viel zu viel. Dennoch, ja, hatte ich jetzt hier ein paar Pakete bekommen. Wir packen die jetzt zusammen aus und ja, wir haben jetzt hier einmal, damit fange ich einfach mal ganz kurz an. Das ist von der lieben Barbara. Ich weiß gar nicht, ob Barbara mir schon mal was geschickt hat. Auf jeden Fall war das total ja, unvorbereitet letztendlich. Da habe ich auch schon mal reingeguckt, weil ich überhaupt nicht wusste. Das Ding lag nämlich in der Packstation und normalerweise liegen da gar keine Umschläge drin. Also es sei denn, es ist noch Warenpost, das haben sie schon mal gemacht. Aber sowas Kleines habe ich da tatsächlich noch nie drin gefunden. Das ist auch nicht gang und gäbe, dass es da überhaupt reinlegen. Also falls ihr mal nur Umschläge schickt, dann na, kann es sein, dass sie zurückkommen. So. Oh, jetzt habe ich hier, und also hat sie mir einfach die von B-Routine, die Glitzerpartikel Peel-Off-Maske tiefenreinigend hat sie mir einfach geschickt. Einfach so, finde ich total süß. Auch darüber, das ist jetzt ein Produkt. Manche würden sagen, warum schickt sie denn das? Ich finde das toll. Ich finde das so süß. Einfach in den Umschlag gesteckt, Liebe mit reingesteckt, Gedanken reingesteckt und es ist einfach so süß und sie ist pink und sie wird Glitzer drin haben. Das ist einfach so süß. Liebe Barbara, ich habe das bekommen. Vielen Dank. Auch das ist schon eine Weile her. Steht hier irgendwo ja 15.8. steht hier drauf. Also es ist wirklich schon ein bisschen her. Und vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. Ich gebe mir Mühe, dass ich das bald mit den Livestreams endlich mal geschissen kriege. Und ganz herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Und schreib da gleich auch deinen Namen drauf, damit, wenn ich sie aufgebraucht habe und sie im Aufgebraucht-Video zeigen kann, dass, es, ja, dass ich dann auf jeden Fall auch noch weiß, dass sie von dir ist. Ganz lieben Dank dafür. Also das ist so, so lieb wirklich. Vielen, vielen, vielen Dank, du Süße. Nächstes mache ich mal weiter mit einem riesigen Paket von Purish. Das ist von der lieben Corinne. Wann hat sie das geschickt? Da steht 30.8. drauf. Das ist vermutlich auch zum Geburtstag, weil es wissen nicht viele, wann ich Geburtstag habe. Es ist halt Anfang September. Ich habe das in irgendeinem Video auch gesagt. Ich glaube, nein, ich möchte es jetzt gar nicht sagen. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit an meinem Geburtstag. Und ja, dennoch ja, merken sich das Leute mal oder fragen mal danach. Und das finde ich auch ganz lieb. Ich sehe das bei anderen Geburtstagen nicht so, nur bei meinem irgendwie, weil ich weiß nicht. Mich hat mal eine Freundin gefragt früher, die frühere Freundin, mal gefragt, warum ich denn so ein Problem habe mit meinem Geburtstag. Und fand das total doof. Ich habe kein Problem damit, außer dass, keine Ahnung, in der Schule war das immer so, da kamen dann auf einmal Leute an und haben dich umarmt, die entweder sonst böse über dich reden oder dich mit dem Arsch nicht angucken, nehmen dich dann auf einmal in den Arm und, gut, jetzt am Geburtstag, dann denke ich nur so, hier, du kriegst den, lass mich auch in Ruhe, du redest sonst auch nicht mit mir. Nee, aber das ist ja sonst, also, die Zeiten sind ja vorbei, aber ich glaube, das kommt daher. So, Moment, ich versuche das mal kurz hier so aufzumachen, dass ihr vielleicht auch ein bisschen mit reingucken könnt. So schaut das auf jeden Fall aus. Das hat sie sehr gut ausgestopft. Da schauen wir jetzt mal gemeinsam rein. Hier ist auf jeden Fall ein Umschlag mit einer wunderschönen Karte. Einen wundervollen Geburtstag für dich, hat sie geschrieben. Und das behalte ich jetzt auf jeden Fall für mich, was hier drin ist. Auf jeden Fall ist sie immer ganz, ganz herzlich. Sie hat mir auch schon öfter Pakete geschickt, ich ja auch schon mal. Und sie ist so süß. Auf jeden Fall, Moment, ein Geschenk ist auch in meiner Sammlung und ich liebe es. Und jedes Mal, wenn ich es angesehen habe, dachte ich, das wäre was für dich. Ich hoffe, ich habe damit recht. Das wollte ich jetzt aber wenigstens doch mal vorlesen, weil eigentlich weiß sie auch, dass ich die Sachen immer irgendwie auspacke und manchmal auch vorlese. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was sie hier reingepackt hat. Das ist nämlich recht groß. Das sieht lustig aus. Also, was ist das? Moment, das ist... Also, das ist...
Alles voll mit Smileys. Aber was ist das? Ich dachte jetzt erst gerade, es ist ein Ordner. Dann dachte ich, es sind Bretter. Also so zum Brotschmieren und so. Okay, ach, das ist das Geschenkpapier. Das ist ja auch witzig. Oh je, was ist das? Was ist das? Ich kann es nicht. Es fühlt sich irgendwie an wie ein Buch, aber irgendwie auch nicht. Es ist pink. Guck mal, oh mein Gott, es ist ein Bus. Es ist ein Fahrzeug. Was ist das? Was ist das? Corinne, das sieht riesig aus. Das war bestimmt total teuer. Oh mein Gott, ich werde nicht mehr. Bist du verrückt? Corinne war schon immer verrückt. Aber im Positiven, die hat mir letztes Mal auch so eine arschteure Glamlight. Nein, ja, oh Gott, entschuldigt, ich habe es doch gar nicht gesehen. Letztes Mal hat sie mir von NYX eine arschteure Lidschattenpalette gekauft. Und ich wusste nicht, ich habe noch nie sowas. Oh mein Gott, schau, das ist von Glamlight. Oh mein Gott, ist die. Ich drehe durch. Was, alter Schwede. Ich habe die schon ein paar Mal gesehen und dachte, eigentlich brauchst du die. Und wenn ich sie dann im Internet gesehen habe, dann dachte ich, brauchst du gerade nicht kaufen, weil vielleicht brauchst du das Geld noch für was anderes, aber eigentlich liebst du es. Und jetzt, also ich habe nie gedacht, dass die so riesig ist. Ich dachte gerade, das ist irgendwie, es fühlte sich an wie, das hatte man früher immer, das war so ein Malset quasi, da war dann ein Block drin, da war so eine Mappe drumrum, dann waren da ganz viele Buntstifte drin, Filzstifte, Lineal, alles mögliche, so ein Set quasi. Und so ähnlich hatte das gerade den Eindruck gemacht. Wo macht man denn das auf? Die, ist die neu? Ich glaube es nicht. Ich drehe durch, Corinne, also ehrlich, was ist das? Du sollst nicht immer so viel Geld ausgeben, Mausezähnchen. Och je, aber ich freue mich extrem. Das ist euch Wahnsinn. Unglaublich. Unglaublich, echt. Oh, ich werde nicht mehr. Es ist der Oberhammer, echt. Wir machen sie jetzt gemeinsam auf. Schaut. Oh mein Gott. Ach, das, oh mein Gott, das ist die Umverpackung. Ich sterbe. Das ist ja, oh Gott, die darf niemals weg. Du hast recht, Corinne. Du hast absolut recht. Du hast, ich habe das im letzten Video schon gesagt. Erstmal, wie kann man wissen, was ich alles habe, obwohl ich nicht alles zeige? Wie kann man immer, oh Gott, ihr kennt mich so gut, Corinne, auch echt. Also im letzten Video war das auch schon unglaublich, was ihr da immer reinpackt, wo ihr wisst, dass ich es liebe. Oh mein Gott, mein Herz, ich werd nicht mehr. Das ist Liebe. Corinne, du verrückte, süße Nudel. Oh Gott, das ist so schön bunt. Das ist einfach, oh mein Gott, ich werd nicht mehr. Das ist so cool, echt. Unglaublich, richtig cool. Das war echt, also Volltreffer, Corinne, echt richtig gut. Guckt euch die an. Ist auch, hört ihr das? Oh Gott, mein Herz. Habe ich letztes Mal gesagt, irgendwo mein Herz tanzt. Ne? Kennt man doch von, was das war, irgendein deutsches Lied mal. Von mir oder so? Oh Gott, ist die schön. Corinne, ich danke dir. Oh mein Gott. Hilfe, lass dich knuddeln. Du bist so ein Schatz, wirklich so extrem süß. Du verrückte Nudel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also entweder packe ich die ganz gut irgendwo in den Schrank und guck noch manchmal rein. Vielleicht guckt man, die passt ja eigentlich auch gar nicht so schlecht in den Hintergrund. Ist die schön? Oh mein Gott, ich sterbe. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist der Oberwahnsinn. Ich Gott, was kostet sowas? Ich hatte ja nachgeguckt, aber ich weiß es gerade nicht mehr genau. Sorry, hier liegt gerade das Telefon. Ich will niemanden anrufen. Puh, alter Schwede, Corinne, du bist echt Hammer. Echt Hammer. Barbara, Corinne, ihr seid toll. Ganz herzlichen Dank. Oh mein Gott, der Wahnsinn. Echt der Oberhammer. Unglaublich, echt. Jetzt ist mir aber ein bisschen schwindelig, echt. Also, ich mach mal weiter. Weiter mache ich mit einem Paket hier weiter unten, genau. Das ist eine Dame, die hat mir tatsächlich noch nie ein Paket geschickt. Das ist jetzt das erste Mal. Vielen lieben Dank an Nina. Das ist auf jeden Fall bei mir angekommen. Das kam auch total unerwartet, wusste ich gar nicht. Auf einmal stand da, es liegt was in der Packstation, habe ich das auch abgeholt. Ganz vielen Dank. Ich mache das mal eben auf. Da hat sie von außen auf jeden Fall ein paar süße Sticker drauf gemacht, so Geschenke und so. Aber ich kann das gerade nicht hochheben, weil, doch, hier kann ich ein paar hochheben. Schaut mal, also auch ganz süß gemacht, wirklich. Und oh mein Gott, mit Girl Power steht hier. Oh nein, ist das süß. Girl Power steht hier drauf. So süß, guckt nur da. Und da steht Good Vibes, auch mit Rainbow. Ich liebe das ja. Ne? Das sind auch so 3D-Sticker, voll süß. Dann haben wir eine Karte mit Melone drauf. Total süß. Hier als Regenschirm gemacht, ganz niedlich. Ich bin total sprachlos. Also erstmal,
bedankt sie sich bei den also bei mir für die Videos, für die schönen Stunden und so, total süß geschrieben alles. Ich möchte jetzt nicht alles Wort für Wort vorlesen, weil ich nicht weiß, ob sie das möchte. Auf jeden Fall hat sie mir hier scheinbar von ihrer, war das Schwiegermama, Moment. Ja, von ihrer Schwiegermama leitet sie den Etsy-Shop und die machen Taschen, hochwertige Kunstledertaschen. Sie haben eine entworfen. Ich bin jetzt super gespannt. Hier steht sogar für mich entworfen. Oh Gott, das ist so, ich heule gleich, das ist ja gleich. Also, jetzt gucken wir aber erstmal. Also, oh mein Gott, also, steht hier Etsy, ja. Ich verlinke euch mal den Etsy-Shop, beziehungsweise schreibe euch den Namen rein. Wenn ich es irgendwie finde, verlinke ich es auch. Auf jeden Fall. Ich bin gerade total baff, mit sowas habe ich überhaupt nicht gerechnet. Total lieb, total süß. Also Nina, vielen Dank. Und hier Marisa steht jetzt hier auch noch. Vielleicht ist das die, das ist ganz sicher dann die, die Schwiegermama. Ihr beiden, ihr seid ganz süß, ihr seid verrückt. Ich bin jetzt richtig, oh mein Gott. Oh mein Gott, hier ist noch mehr drin, ich werde nicht mehr. Das ist jetzt wahrscheinlich die Tasche, gehe ich von aus. Oh mein Gott. Also falls euch das gefällt, ich verlinke euch den Shop. Ach du großer Gott. Ach, was ist das denn, entzückendes? Guck doch mal. Ei, oh mein Gott. Ach, das ist extra. Ach Gottchen, ist das süß. Könnt ihr es sehen? Also das sind so Heißluftballons. Das ist so ganz süß asymmetrisch gemacht. Das fühlt sich extrem gut an. Also nicht irgendwie nach ekligem. Das ist ja Kunstleder. Also habe ich jedenfalls so verstanden. Und hier, das ist hochwertigst verarbeitet wirklich. Und ganz, oh Gott, ich muss das meiner Mama nachher zeigen. Die wird dann auch durchdrehen. Die mag sowas so gerne. Von innen auch ganz hochwertiges Futter. Nicht viel. Also man, nicht viel so. Ich mag das nicht, wenn so Krumpelkram drin ist. So viele Fächer, die man doch nicht benutzt, die immer nur nerven und wo Sachen drin verschwinden. Mega cool. Ist das süß. Und das fasst sich so, oder es fässt sich? Es fässt sich, fasst sich so ganz hochwertig an. Also es ist wirklich schönes Material. Fühlt sich fast an wie, also so ganz geschmeidig irgendwie. Und, ach Gott, ich mache das bestimmt gar nicht richtig. Oh Gott, ich bin ja total wahnsinnig. Oh Gott, ist das süß, wirklich. Oh mein Gott. Schaut da gerne mal vorbei. Ich werde mich da auch mal ranbegeben und schauen. Ich bin jetzt total, ich war darauf überhaupt nicht vorbereitet. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank. Super süß gemacht, super hochwertig. Genäht hier jetzt auch, also ich bin ja auch so ein kleiner Tollpatsch, mache Sachen mal ein bisschen, ja, ein bisschen heftiger, ein bisschen mehr Schmackes, sag ich mal. Und das ist auf jeden Fall hier auch nochmal unterlegt, sodass man da einfach das nicht so schnell abreißen kann. Das ist vielleicht süß. Und meine Mama wird durchdrehen. Ich drehe gerade durch. Aber vielen Dank, Marisa. Das hast du ganz toll genäht. Und Nina, du managst das ganz toll. Also super schöne Produkte, wirklich. Vielen herzlichen Dank. Gott, ihr merkt schon, ich drehe durch. Wahnsinn. Und so schöne Farben. Ach, Ich werde nicht mehr. Sowas Süßes. Oh Gott. Vielen Dank. Das ist der Hammer, echt. Also sowas Schönes. Da macht ihr auf jeden Fall was richtig, richtig Cooles. Schaut gerne nach. Wie gesagt, sowas kann man ja auch voll gut verschenken. Und vor allem Unikate. Selbst gemacht. Und kann man nicht einfach irgendwo so kaufen und nicht irgendein anderer rennt auch nochmal mit dem gleichen Ding rum. Total schön. Ganz herzlichen Dank. Oh, voll süß, echt. Also mega, mega gut. So, und jetzt sind hier tatsächlich auch noch mehr kleine Pakete drin. Die haben sich so viel Mühe gegeben. So süß, echt. So farbenfroh steht hier drauf. So süß verpackt. Und hier so ein süßes Erdbeer-Geschenkpapier auch. Meine Herren, ihr habt euch so viel Mühe gegeben. Unglaublich, wirklich süß. So, hier haben wir, das schon mal gesehen, Farbgalaxy Badesprudel. Das ist, sieht das aus wie ein Stern? Genau, es ist ein Stern. Farbgalaxy, total cool von Fresh. Nee, Fesh ist das. Genau. Reach for the Stars, total schön. Ich rieche jetzt gerade natürlich nicht durch die Folie, wie es riecht. Manchmal riecht man das allerdings. Nee, aber so schön, sehr schön. Kenne ich auch gar nicht, habe ich noch nie gesehen, aber voll gut. Alter Schwede, ihr macht Sachen, echt. Ihr seid so, so, so verrückt, so süß. Hier ist auch Konfetti überall. Mega, echt so süß. Self-Care to go, da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf. Oh, wie süß ist das denn? Oh mein Gott, hier Balea, das ist so ein Geschenkset. Ach, ist das süß, ich glaube, ach nein. Also eine Handcreme
für dich, dann ein Duschgel für dich und eine Bodylotion für dich. Alles 30 Milliliter und dann so süße Unikate. Na, Unikate ist jetzt nicht, aber ich meine, so Limited Edition mäßig ist das. Und so süß. Ach Gottchen, ja, das ist auf jeden Fall Selfcare hoch 10. Total süß. Und diese kleinen Größen sind auch wirklich immer schön so zu mitnehmen. Wenn man nicht so viel mitschleppen will, dann ist das alles nicht so schwer. Und ach Gott, ich werde nicht mehr. Ich sag's die ganze Zeit. Es tut mir leid. Ich pack das mal kurz hier hin, damit ich das nachher auch noch unterscheiden kann. Dann haben wir hier, davon werde ich mir jetzt direkt welche reinzimmern. Nervennahrung, brauche ich. So, everything will be okay. Ist hier noch so ein süßer Sticker drauf und die, das sind so Laugenbrezeln quasi mit Schokolade drauf. Genau, schokolierte Brezeln. Die sind mega lecker. Hau ich mir direkt rein. Mega lecker. Vielen Dank, brauche ich gerade extrem. Oh, ich bin noch, dann geht es jetzt weiter. Und hier steht jetzt drauf, Moment, das kann ich nicht ganz lesen. Das erste Wort kann ich nicht lesen, aber da steht Haare in der Suppe. Löffel? Hä? Nee, ich kann es nicht lesen. Ich mach's einfach mal auf. Vielleicht raffelt es im Nachgang. Oh mein Gott, ist das schön. Ist das nicht sogar die von Catrice, die ich mir nicht gekauft habe, du Verrückte? Ist das die? Auf jeden Fall sieht sie so ähnlich aus von dem Muster her. Es könnte dieselbe sein, muss sie aber nicht. So schön. Ich liebe Schnapper. Brauche ich auch jeden Tag übrigens, wenn ich meine Haare glätte, dann mache ich die mal oben fest, die ich gerade nicht glätten möchte und ist die schön. Schaut sie euch an, also da auch echt wunderschön. Von Herzen danke, du Süße. Dann war das wahrscheinlich ohne Haare in der Suppe oder so ähnlich. Richtig gut, auf jeden Fall voll schön. Ganz herzlichen Dank, das macht so viel Freude, ihr macht das immer alle so schön. Oh, hier ist was. Was ist das? Moment, also nervige, nervöse Finger sehe ich hier gerade. Das sind diese Poppet-Dinger. Ich kann das erste Wort, ich glaube, das ist wieder das Gleiche. Tut mir leid, dass ich es nicht lesen kann. Auf jeden Fall sind diese Dinger mega cool. Könnte ich sogar mit meinem Sohn teilen. Einen für mich, einen für meinen Sohn. Wäre auf jeden Fall cool. Die Dinger sind mega nice. Und die sind voll süß einfach. Total, total süß einfach. Also vielen Dank auch dafür. Es ist richtig, richtig, richtig süß. Macht auch richtig Spaß hier. Dann habe ich hier jetzt was. Da ist so ein Haargummi dran mit so einer hawaiianischen Blüte, glaube ich, ist es. Und hier steht jetzt eine Hand wäscht die andere. Da bin ich ja auch mal sehr gespannt. Haben wir Powdered Soap, free of microplastic, cruelty free. Ach, von Avon May. Ach so, Caribbean. Oh, riecht hier irgendwo was? Nein, leider nicht. Aber das Nourishing and Soft Cleansing Powdery Fragrance Experience. Das hört sich sehr cool an. Also so ein Puder zum Händewaschen. Ist das richtig? Ja, hoffe ich. Auf jeden Fall so für Seife ist das gedacht. Sowas in der Art. Kann man ja wahrscheinlich multifunktionell dann am Körper benutzen. Finde ich richtig cool. So eine Puderseife hatte ich auch, glaube ich, nur einmal bei meiner Mama mal benutzt. Aber das war so ein Shampoo oder ein Waschgel, irgendwie sowas. Sehr spannend. Und die Sachen riechen immer sehr gut. Ich habe ja mal von meiner lieben Freundin Nathalie davon so ein Raumduftgeschenk gekriegt mit Stäbchen. Und das riecht auch so schön. Also das ist echt so schön. Ist auch irgendwie sowas Richtung hawaiianischer Duft. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Aber das riecht auch sehr gut. Oder karibisch, irgendwie sowas. Sehr schön auf jeden Fall. Und das Haargummi gefällt mir auch gut. Passt ja auch gut zu dem karibischen Dings hier. Dann geht es hier weiter. Hier steht die inneren Werte zählen. Da bin ich ja mal gespannt. Es ist schwer. So süß auch verpackt, echt. Eine Badekugel, Dino, Vulkanbadebombe mit Anhänger zum Sammeln, ist ja der Hammer. Jabba dabba du, na dann, woher ist das wohl? Das ist lustig. Mit extra Sammelanhänger, das finde ich total, ach von Fesch wieder. Oh, hier riecht es auch richtig gut durch. Richtig, richtig schön. Von Herzen auch dafür danke. Es macht so viel Spaß. Es ist echt wie Weihnachten und Geburtstag und alles Mögliche zusammen, wo man Geschenke bekommt. So, das ist so süß, echt so. Hier für den Stubentiger. Ach, sogar für Mitsuki ist gesorgt. Also der hat ja auch, der ist auch schon wieder ein Sack im Moment. Eigentlich manchmal so mega süß, so typisch Katze, ne? Aber dann im nächsten Moment und schallert er dir eine. Kommt an und kuschelt und im nächsten Moment schallert er dir eine. Wie du, ne? Hier Überforderung, dann war das Überreizung? Über, irgendwie so, von den Reiz, also Reizüberflutung, so. Hier ist gesundes Leckerli, Intensivgeschmack, Rinderherzen, gefriergetrocknet, intensives Aroma, maximaler Geschmack, frei von Zusatzstoffen und lange Haltbarkeit. Das ist doch auch richtig cool, habe ich auch tatsächlich Anyfit schon mal gehört, aber nicht probiert, meine ich. So was Feines hatte er jetzt so tatsächlich auch nicht. Also richtig cool, das werde ich ihm aber, glaube ich, draußen geben. Ich habe ein bisschen Angst davor irgendwie. Und ich meine, es ist auch nur Fleisch. Keine Ahnung, ich war ja früher übrigens mal Vegetarier, als ich so in der Grundschule war, ein bisschen danach noch. Und
Da fand ich immer, dass alles, was mit Fleisch, Wurst in Berührung kam, dreckig ist. Ich bin jetzt aber kein Vegetarier mehr und finde das auch manchmal immer noch genauso. Das ist voll lustig. Naja, jedenfalls richtig cool, dass du auch an ihn gedacht hast. Ganz, ganz, ganz süßen, lieben Dank. Und ach, ist das so, ihr macht euch immer so viel Mühe, so viel Gedanken. Alleine wie lange? Ich meine, mal abgesehen davon, dass das hier Selfmade ist, ne? Aber alleine da, ja, ich meine, hier, guck mal, hier sind jetzt keine Sachen bei, die ich schon habe. Nichts. Und dann mach dir mal Gedanken, geh mal los und finde Sachen, die du noch nicht hast oder die derjenige noch nicht hat. Das ist gerade bei mir nicht so leicht. Also so süß gemacht. Und dann noch dieses Einpacken hier ewig. So, oha, was haben wir denn hier? Pretty Hair You Care. Also es hat was. Ist auch eine Katze drauf. Ach, so süß. Das ist ganz schön schwer. Ich bin gespannt, was jetzt. Oh. Was ist denn das? Ich glaub's nicht. Du bist ja der. Also. Ich glaub's nicht. Ich zeige euch, was ich meine. Leute, die schon länger dabei sind, wissen, was ich meine. Oh mein Gott. So witzig, echt. Also, ich benutze sehr gerne von Garnier die Nutrice Haarfarbe und finde unter anderem diesen Conditioner, der da immer bei ist, so mega toll. Das sind 60 Milliliter. Irgendwann konnte man davon auch mal irgendeine Version so kaufen bei DM für 2 Euro. Finde ich echt ganz schön teuer für 60 Milliliter. Und Wahnsinn. Ich finde das Zeug so toll. Jetzt hat sie hier einfach einen Arsch voll hier reingepackt. So krass, echt. Moment, wie viele haben wir denn hier? 2, 4, 6, 8 Stück. Damit komme ich voll lange aus. Voll witzig. Also, wie kommt der denn auf so eine Idee? Aber perfekt, wirklich. Richtig gut. Wow, richtig. Ich bin ja hier. Ich bin ja Nutrice, na, Restoring Conditioner Millionär. Bin ich ja richtig cool. So cool, also auf diese Idee zu kommen, ich finde es mega. Das war's hier. Oh, schon wieder das Mikrofon erwischt. Entschuldigung. Das war so cool. Bis jetzt, also alles ist immer so auf seine Art und Weise cool, ne? Egal, ob es jetzt ne, die Maske ist, die einfach losgeschickt wird, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber da trotzdem diese ganze Liebe einfach losgeschickt wird. Hey, du, ich denke an dich. Mega, mega cool. Corinne, das ist sowieso auch mega. Diese Palette ist mega. Und dieses Paket ist mega. Es ist einfach. Also jeder so auf seine Art und Weise. Wirklich ganz toll. Von Herzen danke. Schaut in diesem Etsy-Shop da vorbei. Wie gesagt, verlinkt. Und ja, freue ich mich total mega. Es ist so süß, echt. Ein Paket habe ich noch. Das ist von. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Die Dame hat mir aber auch schon öfter was geschickt. Genau, Michaela G. Die schickt mir immer ganz tolle, hochpreisige Sachen, die bei ihr nicht so funktionieren. Und auch natürlich auch mal ein paar andere neue Sachen und so. Das ist auch immer sehr interessant. Packen wir jetzt mal eben zusammen aus. Ja, also die liebe Michaela hat bei sich aussortiert und wollte jetzt die aussortierten Sachen quasi hier einmal ja zu mir schicken, weil ich die auch immer ganz gut bei den Trashy-Mädels unterkriegen kann. Bei meiner Mama, meiner Schwester und so weiter. Und ja, sie testet wirklich mal. Sie hat mir schon ganz viele wirklich auch teure Sachen geschickt, die ich selber auch irgendwie so vom Hörensagen kenne, aber ja, das nie so ausgegeben habe. Und dann schickt sie die Sachen einfach. Die sind echt nicht günstig, ne? Oh, hier ist Schokolade. Das ist sehr gut. Hier habe ich jetzt erstmal. Da weiß ich, dass auf jeden Fall die Trashy-Mädels die toll fanden. Ich habe sie selber nicht probiert. Die Gentle Steam Eye Mask von MAC Rhythm, glaube ich, heißt das. 2 Stück haben wir hier drin. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig, richtig cool. Vielen lieben Dank, liebe Michaela. Gut, dass du das auch noch mal reinschreibst, dass ich was weitergeben darf, falls das irgendwie erforderlich ist, weil manchmal ist das ja auch bei mir so, dann, keine Ahnung, dann verträgt meine Haut das auch nicht und ich mag es dann ganz oft nicht weitergeben, weil es ein Geschenk war. Und deswegen ist das auf jeden Fall sehr hilfreich, dass du mir das hier noch mal sagst. So, Heilerde-Tuchmaske von Bulrich haben wir hier mit Hyaluronsäure. Die habe ich auch schon öfter mal verschenkt und ich glaube auch geschenkt gekriegt. Heilerde-Tuchmaske mit Zink. Ich glaube, ich habe damit aber noch nie, also ich habe die, glaube ich, noch nie probiert, aber ich habe sie auf jeden Fall schon öfter mal geschenkt gekriegt. Und ja, jetzt wieder werde ich auf jeden Fall dann bald mal ja, versuchen, meine liebe Michaela, du süße Maus, du. Dann haben wir hier etwas, das hat bei mir zum Beispiel leider auch nicht funktioniert. Sie schreibt auch immer, das hat sie jetzt auch gemacht, 21.07.23. Das ist der Hydro Hero von Essence. Damit kam ich auch gar nicht klar. Hier sind jetzt die Farben 05 Natural Ivory und 10 Soft Nude. Das heißt, die werden auf jeden Fall an jemanden gehen, der sich damit vielleicht nochmal auseinandersetzen möchte. Finde ich aber cool, dass sie mir das auch schickt, dann kann ich das weitergeben. Es gibt ja immer mal Leute, die das auch gerne probieren möchten. So, oh, hier freue ich mich aber drüber. Das ist, und ich wollte schon immer diesen Deckel haben. Diese Creme von No Cosmetics. Ich liebe die total. Das ist die All-in-Barriere-Creme. Die werde ich sehr gerne mit aufbrauchen. Auf jeden Fall hat die immer einen anderen Deckel. Ich habe bis jetzt immer zweimal den grünen. Zweimal habe ich die bis jetzt gekauft. Hatte ich immer den grünen Deckel. Und jetzt ist hier auf jeden Fall richtig cool. Der ja, blaue, lila, ne, wie auch immer. Dann habe ich den endlich mal. Voll cool. Ich wollte den letztes schon bei der Mutter abluchsen. Und dann dachte ich, ey, das ist ein Deckel. Jetzt sei mal nicht bescheuert. Und naja, lass deiner Mutter mal den lila, den Deckel. So.
Auf jeden Fall richtig, wie ist schon wieder was? Und Lippenbalsam von No, richtig, richtig cool. Oder freue ich mich auch drüber. Sehr, ich liebe ja die Marke tatsächlich total. Und das ist mega. Ist auch unbenutzt, unglaublich, richtig cool. Freue ich mich auch sehr. Das sind auch, das ist gar nicht so wenig. Wie viel ist denn das? 15 Milliliter für den Lippenbalsam. Mit Kokosöl, Panthenol, Sepilift, Kokosnuss. Ach, das habe ich schon vorgelesen. Okay, ja, das ist auf jeden Fall cool. Vielen lieben Dank. Habe ich noch gar nicht weiter gesehen oder irgendwo wahrgenommen. Richtig cool. Oh, hier ist noch was. Hier ist der andere scheinbar. Vielleicht ist das der, den sie schon ausprobiert hatte. Ja, genau. Dann probiere ich das auch mal aus. Vielen lieben Dank. So, dann haben wir hier von Isana Pure ein Serum, feuchtigkeitsspendend und intensiv pflegend mit Hyaluron. Das habe ich mir tatsächlich auch noch nicht gekauft. Werde ich dementsprechend auf jeden Fall einmal ausprobieren. Vielen lieben Dank auch dafür. Richtig cool. Ich mag einfach auch Sachen aus der Drogerie total gerne. Und wenn die dann auch noch gut funktionieren, ist doch Bombe. Richtig, richtig, richtig cool. Oh, hier, guckt, hier ist Schokolade. Mega, mega lecker. Ich liebe Schokolade. So, hier ist eine Bodycreme. Da gucke ich mal, ob ich die behalte. Das ist Moments of Marula. Da mochte ich nämlich das Peeling sehr gerne, aber ich glaube, ich habe das selber auch schon mal nämlich aussortiert. Aber die riecht schon gut, ne? Die gab es mal bei Rossmann. Ich weiß nicht, ob es die noch immer gibt. Die riecht halt etwas schwerer. Hier Marula und Kokosöl. Das Peeling mochte ich halt sehr gerne davon, aber ich weiß jetzt bei der Bodycreme gerade nicht so genau. Aber ich versuche es nochmal. Sie ist auch noch tatsächlich gar nicht lange auf. Hier steht es 23.07. Da schreibt sie, wie gesagt, zum Glück immer rauf. Richtig cool. Und ja, das ist auf jeden Fall lieb, dass sie mir das dann auch weiter reicht. Hier ist Hypershield Tagespflege mit UVA und UVB-Schutz, 30er Lichtschutzfaktor. Das finde ich auch gut. Wollte ich nämlich auch schon öfter mal ausprobieren. Also da sind wirklich auch immer sehr interessante Sachen drin. Ich finde das jetzt auch gut, dass das nicht so eine große Größe ist. Ich wollte mir übrigens auch davon den Adventskalender dieses Jahr holen. Aber da ist auch zu viel drin, was ich gerade neu gekauft habe. Deswegen habe ich ihn mir jetzt nicht geholt, aber generell sind da viele Sachen drin, die ich sehr gerne benutze. So, hier bin ich sehr, sehr angetan. Habe ich nämlich von meiner Mama schon mal probiert. Und jetzt ist das hier halt 120 Stunden Hyper Moisture Hydration Cream. Hydrokomplex, genau, das ist quasi die Creme zu dem Liquid Hydrator. Jedenfalls ist das so eine Linie, aber nicht entwickelt von X Skincare oder sowas. Und ja, auf jeden Fall hatte ich die da schon mal probiert. Ist jetzt ja auch eine kleine Größe hier mit 20 Millilitern. Finde ich aber genau richtig. In den anderen sind ja auch immer so 50 Milliliter drin. Ist hier auch 50? Ja, das muss man ja auch erstmal leer kriegen. Und ich habe eh immer so viel Pflege da und ich kann ja gar nicht so viel testen. Deswegen freue ich mich immer über kleinere Größen, ehrlich gesagt. Ja, oh, hier ist noch eine Eye Cream von No. Wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Sehr cool. Dein persönlicher Koffeinkick für müde Augen. Freue ich mich auch extrem drauf. Vielen Dank, liebe Michaela. Du weißt, was ich mag. Oh, hier ist ja... Oh Gott, wie cool. Der funktioniert bei dir nicht? Oh Mensch, dann muss ich den nächstes Mal nicht neu kaufen. Der kostet 10 Euro. Also die Sachen sind hier sowieso, wie gesagt, immer extrem teuer. Den liebe ich ja. Liebe ich extrem. Und ich habe mir erst einen neuen gekauft, aber der ist jetzt bestimmt auch schon wieder zum Drittel oder Viertel leer. Mega. Freue ich mich sehr. Vielen Dank. Meine Haut liebt das Zeug. Ganz toll. Richtig, richtig gut. Sie hat mich auch schon ganz oft mit so No-Cosmetics-Sachen versorgt. Hier steht jetzt, kann ich nicht mehr riechen. Geruch schon von Anfang an so. Okay, was ist das? 14.06. aufgemacht. Oh, No-Cosmetics. Anti-Ox-Serum. Okay. Bin ich mal gespannt, wie die riecht. Okay. Ja, das riecht man, dass das dieses, ich weiß nicht genau, was es ist, was so riecht, aber das riecht ungefähr. Also, das ist jedenfalls das Anti-Ox-Serum. Das riecht ein bisschen beißend irgendwie tatsächlich. Gucke ich mal, was ich mitmache, ob ich es benutzen werde. Lange ist es ja noch nicht so oft, dass man jetzt sagen könnte, es wäre gekippt oder so. Ich denke, dass es irgendwelche Inhaltsstoffe sind, die so komisch antioxidativ arbeiten, heißt das so. Auf jeden Fall auch dafür vielen Dank, du Süße. Das ist also toll, dass du auch so viel testest. Richtig, richtig schön. Dann ist hier noch mehr Schoki, das finde ich schön. Dann habe ich hier von SK Infrared, habe ich noch nie gehört. Super potent Skin Supporting and Correcting Konzentrat. Ah ja, okay, dann ist das wahrscheinlich irgendwie... Nee, das ist eine Sprache, kann ich gar nicht, kenne ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Ist auf jeden Fall offen. Ich bin gespannt. Vielen Dank, du süße Maus. Also sogar immer Sachen dabei, auch die ich nicht kenne von euch. Ne? Dann haben wir hier eine Feed Your Hungry Hair Nourishing and Banana Scent Scented Hair Mask. Gibt es die bei Action? Nee, ne? Doch.
Oh, das mögen Leute auf jeden Fall, die auf Bananakram stehen. Das ja, ist ein sehr spezieller Bananengeruch. Also so ein bisschen künstlich schon, aber ja, das erwartet man auch, wenn man sowas kauft, finde ich. Also nicht, dass es künstlich ist, weil hier steht jetzt auf 95% natürliche Inhaltsstoffe. Aber dieser Duft ist einfach, das riecht, genauso riechen Produkte, die nach Banane riechen sollen. Das ist genau richtig. Übrigens auch so ein schöner Karton. Ich glaube, der ist auch von No Cosmetics richtig. Oh, hier ist sogar noch was. Die Hypersense Pink Power Cream. Davon hatte ich letztens eine Body Cream. Die mochte ich nicht so. Aber das hier ist die nicht. Das ist noch was anderes. Und deswegen Anti-Redness. Ah, da bin ich jetzt auch nochmal gespannt. Also, das ist, glaube ich, eher fürs Gesicht. Ja, theoretisch kann man es auch eh für überall nehmen. Aber das machen wir jetzt auf jeden Fall. Dann haben wir hier etwas. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wollte ich nämlich auch schon länger mal testen. Habe ich aber nie gekauft. Von Gliss Kur in einem Glas. Spender hier. Feuchtigkeit über Nacht mit IQ, Hyaluron und so weiter. Auf jeden Fall ist das richtig cool. Freue ich mich sehr drauf auch. Dankeschön. Und dann habe ich. Ach, das Ding ist ja auch richtig cool. So was hatte ich auch schon mal. Das fühlt sich auch sehr gut an. Richtig cool. Dankeschön, Michaela. Und hier ist jetzt noch zu guter Letzt ein Creme-Peeling mit Dahlienblütenextrakt. Habe ich ja gar nicht mitbekommen. Riecht aber gut. Und das sind so Peeling. Partikel auch so ein bisschen was Natürliches, seht ihr das? Also so ein bisschen was, als wäre die Blume da drin quasi zerstoßen worden mit einem Mörser oder so. Nee, Mörser? Ist das noch was anderes? Das eine benutzt man in der Küche und das andere benutzt man zur Kommunikation, glaube ich. Ich komme durcheinander. Egal. Liebe Michaela, vielen Dank für dein erneutes Paket. Richtig, richtig süß, richtig cool. Ich liebe die Verpackung schon alleine und alles, was hier so steht. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Ganz herzlichen Dank. Ich gucke mal, also die meisten Sachen werde ich, denke ich, behalten. Und ein, zwei Kleinigkeiten werden auf jeden Fall weiter wandern. Ganz lieben Dank, ihr süßen Mäuse, alle zusammen. Ihr habt alle ganz tolle Pakete gepackt. Von Herzen danke, echt, das ist so schön. Tut mir leid, falls ich süß und toll und schön und ich werde nicht mehr und sowas alles 10.000 Mal gesagt habe, aber das ist es ja auch einfach wert, das darf man auch machen. So, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Tausend Dank für die Pakete und genau, ich hoffe, die nächsten kann ich dann wirklich auch im Livestream auspacken. Jetzt erstmal habe ich gerade keine und na ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielen lieben Dank, hab euch alle lieb und bis bald. Tschüss!